Einst gab's ein Land im Norden, das man als Gamewania kannte. Dort lebt ein Fürst voll Güte und Ehre, den man nur Pudi nannte. So friedlich und schön das Leben hier schien, das war eine Illusion. Denn südlich im finsteren Reich bestieg Lord Simon den schwarzen Thron. Was dem einen geliebt, war dem anderen ein Graus. Und so brach ganz schnell ein Krieg im Land aus. Simons wilde Horden gegen Budi aus dem Norden. Unzählige Männer fanden den Tod. Die Länder der Fürsten ertranken in Not. Erst als kaum noch Blut zu vergießen und kaum noch Pfeile zu schießen, begannen die beiden und ersannen die beiden eine Idee, ihren Zwist zu beschließen. Wir zogen in das Feld. Wir zogen in das Feld. Da hätten wir weder Säcke noch Geld. Wir kamen vor sieben tot. Da hätten wir weder Wein noch Brot. Um den heiligen Wettstreit der beiden Lords zu entscheiden. Zu meiner Rechten, der Anführer der Berserkerhorden, das Böse in Person, gefürchtet und gefürchtet, Simon. Zu meiner Linken, Herrscher der heiligen Sieben Reiche, Verteidiger des Greifenordens, geliebt, verehrt, für ihn geht man gerne in den Tod, Budi! Gar kein Problem. Seine Krieger gehen freiwillig in den Tod. Um Verluste in größtem Maße zu vermeiden, haben diese beiden sich auf ein Duell mit kleinen Truppenmengen geeinigt. Im Stile von Heroes of Might and Magic. Rundenbasiert. Es funktioniert simpel. Eine Armee nach der anderen. Beginnen wird der, den der Münzwurf wählt. Jede Einheit besitzt Sonderfähigkeiten und jede Sonderfähigkeit wird vom Heerführer ausgerufen. Zu meiner Linken, zu meiner Rechten. Ich bin ich. Ich auch. Weiter geht es dann mit der nächsten Runde. Ganz logisch. Jedes Mal wieder eine Runde endet, wenn eine Einheit erneut an die Reihe kommt. Jede Einheit hat Bewegungsmuster. Ein Reiter kann weitergehen als zum Beispiel ein Diplomat, der ja nur leicht zu Fuß ist, die beiden Damen. Und Schildwachen halten natürlich mehr aus als ein armer Armbrustschütze. Ganz logisch. Gar kein Problem. Nun wollen wir also die Münze werfen. Ihr wählt? Welche Münze? Schenkt ihr jemandem die Wahl? Shotgun. Shotgun-Münze. Shotgun-Kopf. Okay. Kopf? Kopf. Ich hab Kopf. Kopf! Ja, was denn jetzt? Budi, beginnt. Ich hab doch auch Kopf gehabt! Leider hat der Shotgun Münze gerissen. Und bereits im Mittelalter wusste man, dass das heiliges Recht ist. Das Spiel beginnt damit, dass beide Lords entscheiden dürfen, wo ihre Einheiten auf der ersten Reihe starten. Da beginnt schon die Taktik. Auf, meine Lords! Okay, warte, ihr macht rein, oder was? Los, kommt schon hier! Ja, super. So, wir machen das Ganze mega taktisch, ne? Ich weiß ganz genau, du was ihr alle könnt Diplomat. Und was ihr nicht könnt. Und deswegen, ihr beiden rückt jeweils eine Position voneinander rechts. Gell? Du kommst mit ich hier weiter rüber, ganz nach außen. Diplomat.
Bitte noch einen weiteren. Maul halten! Diplomat bleibt hier in der Mitte. Die Fernkämpfer zuerst. Alles klar, Pferdereiter. Pferdmensch, du bleibst genau da stehen. Okay. Und die beiden. Kommst du mal? Gar kein Problem. Ich glaube, ich habe da eine gute Idee. Ja? Oh. Und wir versuchen die jetzt akkurat in die Mitte. Also ihr könnt euch, glaube ich, selber vorstellen, was ich vorhabe. Weil alles um mich herum geschützt ist. Egal wie. Ich das gelesen. Das ist die Strategie. Hm? Pferd. Ich finde, das Pferd ist weich, also du machst das Pferd auf jeden Fall platt. Komm, du mach hier auf das Pferd. Geh du auch hier zu dem Pferd. Aha. Pferd. Mhm. Guckst du dir das ab, ne? Copy-pasten oder was? Ist okay. Hier steht eigentlich richtig. Genau, geh du noch vorne ran. So. Ihr steht falsch hier, Deppen. Nein. Die stehen direkt nebeneinander. Wie dürfen die? Darfst du auch. Tust du auch. Das stimmt. So wollte ich das auch. Alles klar, Leute, das wird gut, gar kein Problem. Okay. Haben beide Lords ihre Aufstellung gewählt? Ja. So beginnt nun Lord Booby mit seinem Zug. Jo, Pferd zuerst, ne? Weil das Pferd will galoppieren, richtig? Weil er sich. Fünf Felder vor, bedeutet vier nach vorne, einer links. Pferd, Frau. Kötschig? Nee. Falsch gelaufen. Komplett alles falsch gemacht. Doch, ist richtig. Geil. Oh. Euer Reiter. Vier habe ich, gell? Fünf. Mein Pferd, natürlich. Na, kommst du mal. Kommst du mal hier hin, ne? Ja, das ist wie beim Schach, ne? Hauptsache Reite. Alles nachmachen, ne? Möge er zurück und noch mal lustiger reiten. Schneller. Und lustig. Ich hoffe mal, du kannst kämpfen. Als nächstes ist der Armbrustschütze dran, ne? Oder? Die Schildwache ist als nächstes an der Reihe. Okay, Schildwache. Zwei da vorne und Schild vorbereiten. Brauchst du ja nicht hinsetzen. Kannst du auch im Stehen Schild machen. Haben wir doch alles in der Akademie für Schildwachen gelernt. Du Depp. Geil. Gar kein Problem. So ja. Ist eh besser für die. Hat er jetzt seine Schildwache jetzt schon verblasen? Da komme ich doch gar nicht hin, Mann. Egal mit was. Nicht mal mit dem Pferd komme ich da hin. Ja. Was steht denn? 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich muss kurz meine Strategen konsultieren. Nun ist die Schildwache auch erstmal in der Reihe. Ihr müsst Ihr müsst eure Schildwache bewegen. Wieso? Nicht wen ihr wollt. Nicht wen ich will? Nein. Aber ich bin doch der König. Nun auf, jetzt muss ich die Schildwache, ich kann nicht jemand anderen. Nein, mein Lord. Warum habe ich dann voll die Reihenfolge geändert? Ich weiß es nicht, mein Lord. Das ist nicht ganz durchdacht, dieses Spiel. Werte Herr Mönch, Zauberer. Okay, Schildwache, du darfst, er bewege sich nicht. Ich weiß alles, Schildwache bewegt sich zwei nach vorne. Gleich alles falsch gemacht, ne? Nee. Bleibst nicht in deinem Schildmodus, den heben wir uns für später auf. So, als erste neue Aktion würde ich sagen, geht dein Schildwachenmodus weg. Naja, warte erstmal ab. Ne? Erstmal wird nicht ausgerufen. Dieser Modus nennt sich Standhaftigkeit. Solange er nicht sagt, ich rufe Standhaftigkeit, War noch nicht Standhaftigkeit ausgerufen. War noch nicht. Das war hier, Leute, er hatte ja schon, oder? Ganz Nein. klar. Ja, ja, Nein. ja, ja, ja. 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 Ha, siehst du, Leute, nee, nee, überhaupt nicht. Ich meine, wir haben so klar abgesprochen. Nee, 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 nee. So, nächster, ne? Ja, als nächstes. Na gut. Ist euer Armbrustschütze an der Reihe. Bewegung 3, richtig? Ja. Okay, Armbrustmann. Zwei nach vorne, einen nach rechts, bitte. Gar kein Problem, ne? Gar kein Problem. Ha! Er schießt da ja ins Leere. Idiot! Euer Armbrustschütze? Es ist schwierig. Armbrust gegen Schild ist nicht so gut, gell? Armbrust gegen Schild bringt mir nicht viel. Hm? Ich kann auch nur gerade schießen, oder? Ja, aber ich kann ihn ja auch eins nach rechts. Halte er das Maul! Was wage er es mir zu helfen? Mein Lord, der Armbrustschütze kann an mir vorbeischießen. Weiche aus! Das weiß ich natürlich. Ich weiß. Du hast mich nur erinnert. Genau. Danke! Bitte sehr. Einen sehr schönen Helm hast du. Danke. Okay, wir machen das. So wie er gesagt hat, wie ich gesagt habe. Zwei nach vorne. Kann er überhaupt zwei gehen? Wie viel kann er gehen? Drei. Drei nach vorne. Ich habe mir doch gesagt, drei. Selbstverständlich. So,
So, ich bin wieder dran, ne? Moment. Hier komplett neue Leute, ey. Keiner jetzt hört. Jetzt ist das erste Mal ein Angriff möglich. Du was? Also abwarten, ob er sich für einen Angriff entscheidet. Ah! Ein Schlawiner, ein ganz... Das ist ja hinterhältig. Okay, wir machen es folgendermaßen. Bla bla bla, du schießt auf sie und versuchst ins Gesicht zu treffen. Jawohl, mein Herr. Jawohl. Ja, Moment, wie kann er jetzt angreifen? Ja? Er hat frei bewegt, das heißt, er darf gar nicht mehr schießen. Und dann angreifen. Bewegung, Angriff. Das ist ja lächerlich. Wie es in den Regeln steht. Ach, Scheiße. Bewegung, Angriff. Anne, Bewegung. Mach die Augen einfach Angriff. Zu, ne? Lass es über dich ergehen, das kriegst du schon hin. Prallt ihr an seinem blöden Helm ab. Tot! Da stirbt das Pferd. Ein Angriff. Und reißt sich theatralisch. Der Armbrustschütze trifft das Pferd. Da er eine Einheitsstärke über 7 hat, hat er einen Angriff von 3. Der Reiter setzt dem eine Abwehr von 1 gegenüber. Somit verliert er 2 Einheiten in seinem Konsortium. Alles kein Problem, ne? Gib mir den Zettel. Kein Problem, hast du sehr, ne? Gut gemacht. Hast du sehr gut. Du nicht. Alle, alles du warst, easy. Du warst sehr alles gut. Easy. Danke, mein Lord. Das war sehr gut. Okay, ich bin dran, ne? Der Diplomat ist an der Reihe. Alles klar. Diplomat. Einen nach rechts und einen nach vorne, bitte. Bedenkt alle beide die Option, einen Angriff in eine weitere Bewegung umzuwandeln. Ja, ja. Könnt ihr diesen nicht aus? Könnt ihr 2 Bewegungen? Also könnte ich jetzt noch weiter bewegen, oder ganz was? Genau. Aha. Ah, okay, alles klar. Aha. Gut, scheiße. Das ist, ne? Hätte ich auch gern vorher gewusst. Ich dachte, ihr okay. wusstet das. Deswegen habe ich es natürlich nicht. Darf ich das revidieren dann die oder nicht? Die elektronische Briefpost kam gestern sehr spät. Okay. Mit den Informationen zu dieser Stelle. Dann bewege ich mich noch weiter. Diplomat, noch einen nach rechts und noch einen nach vorne, bitte. So, damit, weißt du, eher defensiv erstmal gucken, was passiert, ne? Da du dich jetzt sehr gut breit aufgestellt hast, sodass ich mit mehreren Schwerthieben dich dezimieren kann, werde ich genau das jetzt auch machen. Die Diplomatin kann wieder, wie viel laufen? 4. 2 und dann kann sie einen Angriff in weitere 2 umwandeln. Kann sie aber nicht mehr angreifen. Ich muss kurz überlegen, wie ihre Angriffswerte denn eigentlich sind. Ob sich das alle lohnt. Alle Angriffe von ihr durchschlagen jede Rüstung. Treffen alle Angriffe von ihr. Mit einer vollen Stärke. Ja, das hebe ich mir auch für in dich. Diesem Fall für dich hebe ich mir das auf. So, okay, machen wir. Nee, das klappt nicht. Entschuldigung, eine Sekunde. Hat irgendwer eine Idee, was ich machen soll? Alles klar. Hä? Ach, da ist der Diplomat. Entschuldigung, ich hab den gerade nicht gefunden. Ich kann mal gucken, ich muss mich reinversetzen. Eins, zwei, drei, vier. Mhm. Moment. Ja, so. Okay. Ich weiß, was ich mache. Der Diplomat geht bis hierhin und dann bis hierhin. Also 4 Bewegungen ohne Angriff. Und du bleibst ja stehen, weil du kannst nämlich alle gleich, kannst du gleich, komm noch. Ja, dein Lord. Ich. Okay. Jo, Pferd, ne? Bist du bereit für Action? Jo. Für Kampf? Jo. Ja, für Plattmachen? Ja, dann geh einmal wow. links, nach vorne und hau voll auf den Diplomaten drauf. Ein Motivator vor dem Herrn. Ein nach links. Reichweite ist 4. Dein Pferd ist kaputt gemacht, gegangen. Warte, Pferd. Dein Ohr ist abgefallen. Ach, behalte ich für mich. Lord Budiman, wenn Sie Ihren Untergebenen erlauben, in diesem Ton mit Ihnen zu reden, da kann ich nur also, suffisant in mich hinein kickeln. Kickeln Sie doch. Ja, war scheiße, ne? So, Pferd. Eine Frage an den Schiedsrichter, ne? Kann sie von dort schon angreifen? 4 ist ja die Reichweite von Angriff, ne? Das ist völlig unmöglich. Nee? Der Angriffsreichweite ist 0. Ach so, ja. Die Person berührt. Ja, komm, Pferd. Voll nach vorne. Berühre die Diplomatin mit dem Standhaft. Schwert. Doch nicht die Diplomatin! Die ist doch... Das Pferd greift mit vollem Angriff an. Plus 1 pro 4 Einheiten. Bei einer Einheitsstärke von 7 ergibt das eine 3. Die Diplomatin hat keinerlei Abwehr. Verliert also 3 Einheiten. Ey, Pferd! Ich hab das doch vorher abgecheckt. Cool, Pferd. Das hätte doch. Ich kann nicht zulassen, dass in diesem Ton über mich hergezogen wird. Diesen Mann da direkt an die Front. Weg mit ihm. Mag es auch mein Untergang sein. Er redet mit dir, Hauke. Na, ja.
Ich dachte, das ist rein zahlentechnisch. Warum hast du mich nicht gebannt? Du hättest doch sehen müssen, dass das genau, dass das ein völlig falscher Move ist. Es tut mir leid. Ja. Ich dachte, ich wäre angegriffen. Ja. Du hast sehen, was frei geworden. Hast einen Fehler gemacht, ja? Wie ist was euer Reiter am Zuge? Oh, oh. Ich bin gerade aufmerksam geworden auf eine Gelegenheit, die sich bietet. Und zwar die feindliche Diplomatin zu durchbohren. Mit diesem Schwert hier, geführt von diesem Mann, angeleitet von mir, gehe er und schlage er gut. Eins, zwei, Moment, drei, vier, kann er denn so viel? Und schlagen. Ja, das war... Der Reiter trifft mit fast unnötiger Härte. Sein Angriff, gestärkt durch seine Manneskraft von 9 Männern, erreicht einen Angriffswert von 4. Da der Diplomat keinen Abwehrpunkt besitzt, verliert er 4 Einheiten. Wie, was, was? Wieso das denn? Alles Strategie. You've been served! Nein. Wir können es auch austragen, ja, mit einem Brand Battle. Weil sie ja 7 hatte. So, ja, Diplomatin, ne? Die Zeit des Diplomaten. Warte mal ab. Hast ja noch 4 Leben. Alles im Plan. Mein Lord. Alles im Plan. Ja, alles korrekt. Alle müssen sterben. Moment, darf nicht diagonal schießen? Der Fernkampf nicht mehr? Scheiße. Na gut. Lord Budi, eure Schildwache ist an der Reihe. Du okay. Musst gleich hier und dann da schießen, ja? Schildwache kann ja angreifen, ne? Ja, natürlich. Okay. Schildwache. 2 Bewegungen hat er, ne? Ja. Er kann sich aber nicht dahin stellen, wo das Pferd ist jetzt, ne? Nein, gegnerisches Pferd, ne? Ja. Richtig, was wusste ich doch. Ja, komm, Schildwache, räche die Diplomatin und hau mal voll auf diesen Schädel da drauf, bitte. Ja. Standhaftigkeit. Ja, guck, der wieder geschwankt hat, der verblutet gleich. Innerlich, ja. Eine miese Nierenhieb trifft die Schildwache die gegnerische Reiterei. Da ihre Einheitsstärke noch volle 14 betrifft, bekommt sie einen Bonus von 2. Ihr Angriff ist also 3. Das gegen die Abwehr von 1 des Reiters macht einen Abzug von 2. Womit auch die Reiterei von Lord Simon ihren doppelten Bonus verliert. Wie, den doppelten Bonus? Nur noch plus 1 Angriff, ja. Da ihre Einheitsstärke nicht mehr 8 erreicht. Ja, wusste ich. Oh, das Ding hat mir ein, euch viele Regeln. Wie viele? 7, okay. Na gut. Mhm. Bin ich nun? So, was soll ich machen, Jungs? Ich bin nun ist eure Schildwache an der Reise. Wo stehen hier eigentlich die Schildwache, die faulen Schildwache? Ja, Schuss den Diplomaten. Fuck! Ihr habt noch eure Option anzutreiben. Antreiben, okay? Eine das eure Sonderfähigkeit. Treiben Sie mich an, mein Lord. Nur einmal im Spiel ist das allerdings möglich. Ich habe eine Idee, ich treibe an. Wie treibe ich an? Ich treibe euch an, Schildwache! Ich treibe euch an! 2 nach vor und dann hier hauen. Und zwar das blöde, rosafarbene Pferd. Ich erkläre kurz für den Laien. Durch Antreiben kann die Schildwache doppelt so weit gehen. Es du ist kannst jetzt doppelt so weit gehen. Nach vorne zu gehen. Moment, ich helfe. So, nun, antreiben, meine Spezialfähigkeit. Das ist die beste Spezialfähigkeit aller Zeiten. So. Da sie angetrieben wurde, hat die Schildwache trotzdem noch einen Angriff. Und den wird sie nun nutzen, und zwar hoffentlich nicht zu schlecht. Führe den Angriff aus. Führe den Angriff aus. Naja. Das zählt alles nicht. Das ist ein wenig halbherzig. Ja, ist doch kein Krieg hier. Die Schildwache mit ihrer vollen Einheitsstärke von 14 erhält einen Bonus von 2. Sehr gut. Und damit einen Angriff von 3. Jo, Mann. Gegen die Abwehr von 1 des Reiters wird. Der Reiter verliert 2 Einheiten. Kein Problem, Pferd. Reiter, Pferd. Da waren es nur noch 5. Kein Problem, ne? Alles easy. Ja, alles easy, gell? Alles easy. Was genau, sieht was ich sehr mache. Gut aus für dich. Das ist alles, was ich mache. Sieht super aus. Also okay. Alles ja. Super. Haust dir gleich, wenn keiner guckt, nochmal einen rein, ja. Natürlich. Nidat Budi. Ja.
Euer Armbrustschütze ist an der Reihe. Alles klar, Armbrust. Eins zurück, zwei nach rechts und dann volle Armbrust-Action nach vorne auf die Diplomatin, bitte. Und ganz kurz. Okay. Ich rufe bereits jetzt schon einen göttlichen Zorn aus. Göttlicher Zorn! Wen wählt ihr als Ziel? Ich wähle Diplomatin als Ziel. Die Diplomatin verliert sofort drei Einheiten durch den göttlichen Zorn. Aber ich hätte den Raum machen können. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder. Geht gar nicht. Die Schildwache hat recht. Das ist nicht die Schildwache. Echt jetzt? Die Fuck. Reichweite eures Bogenschützen beträgt lediglich 4. Das ist hart. Aha. Wir dürfen also nur 4 Felder sein. Scheiße. Betrügen wollte ihr mich also, hä? Ich habe es sofort angemerkt. Ja. Kein Meister der Mathe-Magie, Sie sind. So. Ja, das ist ja scheiße. Da habe ich einen Fehler gemacht jetzt. Hast du einen Fehler gemacht? Kann er jetzt die Punkte. Er macht. Revidieren ist nicht. Alles vorbei jetzt. Super. Ein fairer Mann, dieser Magier. Okay, ja, stimmt schon, ja. Ja, gut, wusste ich. Kein Problem. Da er nicht angreifen kann, bewege ich ihn einfach nochmal ein bisschen, ne? Und er bewegt sich nochmal einfach einen nach. Warte mal, darf die Diplomatin über andere rübernehmen? Nur das Pferd darf das, nur ne? Nur das Pferd kann das. Spüre ich Unsicherheit? Werter Mann. Wenn ihr das umwandelt, habt ihr Möglichkeit, die nochmals 3 zu bewegen. Ja, weiß ich, ne? Muss ich nochmal nachdenken, bitte? So gewährt mir Denkleistung. Na, fühlt ihr euch wohl mit so einem Chef, hä? Ist gut. Gut zu wissen, Anruf, dass die Mann. Nächsten einen nach hinten bringen. Und einen nach rechts, bitte. Jo, danke. Was hat er jetzt gemacht? Ich verlange. Doppelte Bewegung, Replay. Junge. Doppelte Bewegung. Doppelte. Den Angriff ja. in deine Bewegung umgewandelt, seinen ja. Bogenschützen auf die letzte Reihe versetzt. Ist egal, meiner steht frei und er lebt auch noch. Ich bin Diplomatin am Zuge. Echt? Wenn ich ihre Lebenspunkte so betrachte. Ja, ja. Euer Bogenschütze, entschuldigt. Euer Bogenschütze natürlich zuerst. Oh, verdammt. Euer Armbrustschütze ist. Dann nochmal auf die doofe Diplomatin drauf, bitte. Scheiße. Einmal mit der Armbrust. Reicht 3. Moment, bedenke. Ich muss mich erst nach vorne bewegen, mein Lord. Muss er? Ja. Denn nur 4 ist deine Reichweite. 1, 2, 3, 4 und die 5. Geschickt. Ja, dann laufe er einen vor und feuere er seine Armbrust ab. Treffe er nicht das tapfere Pferdchen. Jawohl, Lord. Und tot. Nein. Nein! Mit gewollter und gewohnter Härte trifft der Pfeil von Simons Armbrustschütze die Diplomatin. Dank des Einheitsbonus, den der Armbrustschütze erhält, vernichtet er sie mit einem Angriff von 3, dem sie nichts entgegensetzen kann. Nichts! Damit ist die Diplomatin besiegt und verlässt das Feld. Händigt mir ihre Einheiten aus. Hier, gib mir die Einheiten. Diplomatin. Leute, oder? haben wir das gut gemacht. Also eigentlich eher ich, aber das habe ich echt gut gemacht. Wir haben schon fast gewonnen. Und Scheiß, ihr könnt jetzt schon anfangen zu saufen. So. Ja, scheiße, ne? Scheiße. Dieser Seite bewahre ich übrigens eure Verluste und auf dieser Seite von Simos. Ja, schauen wir mal, dass du nicht nach rechts Diplomatin. Umfällst. So. Scheiße. Das gefällt mir nicht, ne? Was macht er denn jetzt? Das heißt, jetzt, wo da meine Diplomatin ist... ausgeschieden ist, ja. Ist nur noch eure Reiterei an der Reihe. Ja, das ist doch geil, ne? Mach ich auch direkt. Okay. Nachdenken. Wo gehe ich jetzt als erstes drauf? Was macht am meisten Sinn? Joa, ne? Wegmachen, oder? Ja, machen wir weg. Anne, mach die Diplomate weg. Geht doch gar. Was? Ja, wie? Der hat doch den falschen. Hä? Knall ist Ruf. Sie dran? Ja. Aber die Diplomatin war seitdem noch kein einziges da Mal dran. Wenn die Diplomatin ausgeschieden ist, kann sie nicht mehr an die Reihe kommen. Nee, das ist nicht fair! Er trifft! Aber ich habe sie nicht einmal bewegen können seitdem. Er trifft unser Reiter. Durch eine Reglementslücke, die Herr Simon hier scheinbar erkennt, ist damit der Diplomat auf seiner Seite vernichtet. Händige er mir seine Einheiten aus. Auch unfair. Das ist komplett unfair. Hätte man bedenken müssen. Oh ja, die Regeln sind schuld, nicht okay. Der taktisch schwache Geist unseres Lords. Händigt mir eure Einheiten aus. Damit seid ihr vernichtet. Egal wie stark euer Lord rebelliert. Gut gekämpft. Wenn euer Diplomat nun besiegt ist, ist eure Reiterei erneut an der Reihe und hat freies Feld, um die Bogenschützen anzugreifen. Ich brauche keine Hilfe! Warum hat mir das vorher keiner gesagt? Ich musste diesen Verlust erstmal verkraften. Ich brauche keine Hilfe! Meine ganze Strategie baute darauf auf,
Strategie eines Genies nur würdig. Und nun muss ich sie umbauen in weniger Sekunden. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Mit wem bin ich dran? Mit eurer Reiterei. Die Reiterei. Mein Hallo. Alter Freund. Hä? Ah, gute Krieger hast du für mich schon geschlagen. Gut, sollst du vielleicht die Armbrust in den Bauch rammen oder vielleicht sogar dem Schild von hinten in den Rücken? Entscheidung. Ja, mache. Junge. Mein Lord, denkt an die Götter. Ich denke an den göttlichen Zorn. Und den setze ich nun ein. Und zwar gegen den Schildaffen da hinten. Euer Armbrustschütze, nur die Nahkampf. Ja. Soll ich mich dahin bewegen am besten? Bewege er sich. Haha, geschickt von mir. Moment. 1, 2, 3, 4. Nee, doch nicht so geschickt. Okay, bewege er sich eins nach rechts und schlage er zu mit aller Härte. Moment, göttlicher Zorn. Muss er mir so durchmachen? Kann ich doch machen. Das müssen Sie ausrufen. Du musst dich nicht bewegen. Für göttlichen Zorn, nein. Geh zurück wieder. Wer hat dir denn gesagt? Ich muss meine Position stehen, um angreifen zu können. Ich erkläre es euch noch einmal. Hör zu. Göttlicher Zorn ist die Eigenschaft des Lords. Er ruft sie aus und sie trifft. Egal wo, egal wann, egal wie. Ihr bewegt euch und greift an. Das ist das, was ihr tut. Und nun haltet den Mund. Ich bin nicht zufrieden mit der Leistung. Ich will, dass ihn der göttliche Zorn. Auch das ist möglich. Ja. Ist es euer Ernst? Natürlich. So trifft der göttliche Zorn den eigenen Reiter mit voller Kraft. Ich kann trotzdem gewinnen. Drei Einheiten. Göttlicher Zorn wird ausgeführt. Dass er nie wieder auf die Idee kommt, mir Ideen in den Kopf zu legen. Dennoch hat eure Reiterei noch eine Bewegung und einen Angriff. Na, er wird ja gleich. Was ich sprach, mein Lord. Er muss doch eine Position stehen, um angreifen zu können. Er wird gleich doppelt so stark kämpfen, da bin ich mir sicher. Ich fühle mich befriedigt. Danke, mein Lord. Mein Zorn ist besänftigt. Gut so. Diese drei Reiter mochte ich eh nicht. Habe ich mir gedacht. Ich wäre ein guter Diktator. Du bist ein guter Diktator. Ich wäre ein guter Diktator. Ja. Schade, dass du nur einen göttlichen Zorn hast. Nun seid ihr aber noch an der Reihe, euren Reiter zu bewegen. So. Hat er seine Punkte schon verloren, ja, ne? Entsprechend motiviert wird das jetzt sichern fest. Einen nach rechts und dann richtig zustechen. Er muss das Schild treffen, meine Güte. Waren keine Schauspieler mehr da? Hat er angegriffen? Ja. Ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe ihm alles abgezogen. Das ist eine Einheitsstärke von 4. Bekommt der Reiter auf einen Angriffswert von 3. Warum hat er jetzt nur so einen kleinen Angriffswert? Der hatte vorhin größeren. Ihr habt ihn gerade eben selber gezüchtigt. Durch den Abwehrwert von 2 der Schildwache verliert sie lediglich einen Mann. Geil, super Schildwache. Das war trotzdem ein toller Zug. Hier, komm her, Schildwache. Der geht auf dich, ne? Ihr habt kaum noch Einheiten, die der Schildwache überhaupt gefährlich werden können. Ist notiert. Ah, ich bin dran. Schon wieder? Nee, du bist dran. So, ja, muss mal kurz nachdenken. Die Schildwache ist am Zug. Ich weiß, dass die Schildwache am Zug ist. Weiß ich doch, ne? Weiß ich doch, ne? So, dann lass mich mal nachdenken hier, ne? Nachlesen, Wikipedia, wie spiele ich Might & Magic? Ja. Muss ich mal kurz nachrechnen, ne? Ob das auch klappt hier, wenn ich da einmal aufs Pferd drauf haue, ob die dann auch wirklich kaputt geht? Ich denke, ja. Schau ich nochmal auf andere Sachen hier, ne? Ja, komm, weißt du was, Schildwache? Nochmal kurz nachdenken. Einen nach rechts, einen nach vorne und dann draufhauen auf das Pferd. Für mein Lord! Die Schildwache trifft das Pferd. Mhm. Dank einer Einheitsstärke von 13 bekommt sie 2 Bonus. Ihr Angriff beträgt also 3. Die Abwehr der Reiterei zieht eine davon ab. Die Reiterei verliert also 2 Einheiten und damit ihren letzten Angriffsbonus. Ist doch nix! Kann ich alles wieder aufholen? Ich muss nur an mehreren Fronten angreifen. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Ja. Nun ist die Schildwache von Lord Simons Armee an der Reihe. Führt euren Zug bitte durch. Einen Moment. Entschuldigung. Ich wollte theatralisch, du verstehst. Ja, Moment. So, was mache ich jetzt? Die Schildwache ist dran. Nun ist die Schildwache von Lord Simon an der Reihe. Führt bitte euren Zug durch. Einen Moment! Schildwache! Schildwache! Ja.
Was du vorhast, Kollege. Ach so, ja, der ist ja auch noch. Naja, also, ne, ich sag ja nichts. Ja, wie ne? gefällt's dir hier in unserer Ecke? Toll, denke, schön, gell? Hau auf die Schnauze! Jawollo! Kann ich jetzt nochmal, weil der ja nicht gelaufen ist? Nein. Dann lass okay. mich doch vorher laufen. Dann lauf mir vorher. Leider hat er seinen Angriff schon durchgeführt. Das ist aber nicht seine Schuld. Ich ließ euch bereits die Bewegung eures Pferdes regeln. Göttlicher Zorn! Ich will göttlichen Zorn auf ihn. Ich will göttlichen Zorn auf ihn. Wird getroffen von der Schildwache, die dank ihrer Einheitsstärke von 14 einen Bonus von 2 erhält. Der Angriff beträgt damit 3. Abzüglich der Abwehr des Reiters von 1 verliert der Reiter 2 Einheiten. Ist okay, Pferd. Pferdchen, kein Problem. Damit fällt der Reiter allerdings unter seinen Angriffsbonus. Ist egal. Gut so. Ey, dieses ganze Spiel hier ist doch. Das ist doch Quatsch. Kann ich noch weglaufen? Also. Okay. Ja, hier. Bin ich wieder dran, ne? Euer Armbrustschütze ist an der Reihe. Ja, genau, weiß ich doch, ne? Ich bin empört. Treffe ich seinen Armbrustschütze, ja, ne? Auf diese Entfernung? Nein, wenn der zwei nach vorne geht. Vier Nein. Felder dazwischen dürfen liegen, ne? Haha, nee, geht nicht, weil dein eigener Typ davor ist. Kann er drüber schießen? Kann er nicht, okay. Hast du doch gesagt. Achso, über die eigene. I got so Mega-Plan. Ja, das wäre ein 5. Hm, was meinst du? Ja, das wäre ein 5. 1, 2, 3, 4. Wir schauen ins Reglement. Reichweite liegt fest, wie viele Felder zwischen dem Fernkämpfer und seinem Ziel sein dürfen, damit er es treffen kann. Ja. Gut mitgedacht. Ja, okay, immerhin. Klar. Ja, ist okay, verstehe ich. Ja. Armbrustschützenmann. Armbrustschützenmann. Tu ich vor euch. Tu er. Einen Schritt bitte nach links. Leise. Möge er bitte leise verenden. So, und Armbrustschützenmann, spannen Sie den Bogen oder die Armbrust, das ist vollkommen irrelevant. Und mehr Theatralik, bitte. Du und schießt dort. Schießen Sie. Geh Armbrust in den Untergang. Gut. Gut gestorben! Für euch, mein Lord. Für mich! Okay. Nach diesem Treffer ist der Reiter vernichtet. Er verlässt das Feld. Juhu! Auch mein Zorn ist dank nun gestillt. Dank zahlreicher Opfer geht er mit Ruhe und Ehre. Sein Tod war nicht umsonst. Aber gerecht! Verlasst er das Feld. Donnerhorn. Schade, der sah am lustigsten aus, ne? Das war das schlechteste Pferd, was ich je gesehen habe. Lord Simon, nun ist euer Armbrustschütze an der Reihe. Oh, ja, sollte er den Reiter attackieren, hat er nur seinen Nahkampfangriff zur Verfügung. Das bringt ja gar nichts, ja voll lame. Ach, wieso? Bewegung. Ich bedenke die Bewegung und schicke ihn. Oh nein, er hat nur zwei, gell? Bewegung. Er hat zwei Bewegungen. Drei. Das ist alles viel zu wenig. Göttlicher Zorn. Zu wenig, göttlicher Zorn. Ich habe mal nur deine Strategie nochmal zusammengefasst. Du gehst jetzt mal hier hin, bitte. Und schießt da in die Rippen. Näher, noch näher. Jawohl, bis tief rein in den Rippenbogen. Pferd, halt durch, schaffst du. Also das war so hart, das habe ich gehört. Das muss mehr Punkte abgeben als sonst. Da! Euer Armbrustschütze. Oh nein, noch ich hätte einen Bonus von 1 erhält. Okay, sehr gut. Greift er mit 3 an. Abzüglich der Abwehr des Reiters. Geil, Pferd, du lebst noch. Er hält dieser 2 Schaden. Kein Problem, Alter, ne? Weißt du, Pferd hat nur ein Bein, geht trotzdem weiter. Ich will das Feld. Aber ich hätte doch auch noch so einen Angriff gehabt, oder? Hätte ich nicht auch noch einen Angriff gehabt? Nein. Krassen? Hat sie nicht irgendeinen Special-Angriff? Die hat doch alles so einen Special-Angriff. Ah, nee, sie, stimmt, sie ist ja der Feind. Sie ist ja der Feind. Der Fernkämpfer hat doch binden an den Boden. Shit! Hätte ich das mal gemacht. Na gut. Ist für kein Problem, mein Lord. Warum habe ich den Diplomaten verloren? Das verstehe ich auch. Taktisch ungemein wichtig. Okay. Wir kriegen das hin, Leute. Vertraut mir. Wie du da stehst vor allem. Ist eure Reiterei hier. Okay. Reiterei, du standst vorne an vorderster Front, immer schön, richtig motiviert etc. Jetzt machen wir mal kurz Pause. Ne? Komm einfach mal bitte 4 zurück. 5. Ja, ich weiß. Die Bereitschaft, die fehlende Bereitschaft, deine Leute zu opfern, wird dein Untergang sein, kann ich jetzt schon sagen. Ach komm. Nee, du über Kreuz kann sie nicht, ne? Diagonal Pferd geht nicht, ne? Schade.
Ja, was? Komm, doch, da sie nicht angreift, könnt ihr natürlich... Ja, doppelt, stimmt, ne? Ja, du greifst ja nicht an, deswegen stellst du dich direkt mal hinter die Schildwache, bitte. Feigling! Feigling! Dankeschön. Ja, ja, Feigling. Und damit ist mein Zug erstmal beendet, ne? Da eure Reiterei bereits verloren ist, ist nur noch ein Schildwache am Zug. Ja, kannst nicht schlagen, Kollege, ne? Hörst du Bescheid, ne? Schicken Sie mich an die vorderste Front. Wo möchten Sie denn hin? Wo möchten Sie sterben, Soldat? Wo möchten Sie sterben? Du kannst, ich muss noch mal nachgucken, wie weit du laufen darfst. Das waren 4, oder? Zwei. Er darf sich zweimal bewegen. Doch dann fehlt ihm der Angriff. So habe ich auch gelesen. Warum darf er sich zweimal bewegen? Wenn er seinen Angriff in eine Bewegung umwandelt. Dann darf er. Ja, aber ich will ja hauen. Dann darf er sich noch. Das ist natürlich alles nicht so gut. Da er auch Antreibfähigkeit schon benutzt hat. Okay, haha, perfekt, Idiotin. Idiotensicher. Schildwache bewegt sich jetzt nun hierhin und benutzt da ihre Spezialfähigkeit, die da Hau heißt? Standhaftigkeit. Standhaftigkeit. Standhaftigkeit bedeutet, dass die Schildwache jetzt für 2 volle Runden ihren Abwehrwert um 1 verstärkt. 1 verstärkt. Damit hat sie eine Abwehr von 3. Zusammengefasst heißt das, dass keine Einheit in Budis Heer mehr in der Lage ist, der Schildwache Schaden zuzufügen. Das ist doch gut. Wie kannst du da meckern? Was ist denn daran falsch? Jetzt mich nach vorne stellen. Soll ich euch noch einen göttlichen Zorn für ihn schenken? Ich hab keinen göttlichen Zorn mehr. Ich überleg mir das. Ja, aber wenn du vorne würdest du doch verheizt werden. Ihr seid doch nur noch 2. Euer Zug ist beendet. Die kommen schon. Euer Mund bleibt geschlossen. Ich muss kurz nachrechnen, ja? Ja, hat das was zu bedeuten, dein Räuspern, Schild, Wachenmann? Ich bespreche mich. Hat er eine Idee? Hat der große Heerführer, muss ich von seinem Schild knappen, Ideen klauen? Hättest du mir gar nicht sagen brauchen. Ja. Ernsthaft nicht. Na? Ich weiß, mein Lord. Ich weiß auch. Ne? Kein Problem. Was? Okay. Was denkst du? Sollten mit dem Bogenschützen schon arbeiten. Ja, ich weiß. Froh, dass ich meinen göttlichen Zorn schon an den da. Ja, und sobald die rankommen. Ja, Standhaftigkeit. Ne? Ja, ich überlege, ob ich das jetzt schon tue. War ja auch der Plan, von vornherein. Weißt du? Stehst du? Ne? Standen, ne? Seine. Deshalb seid ihr der Lord. Weiß ich, ja, ich weiß. Ja, soll ich dich bewegen oder nicht? Was denkst du? Nee, oder? Muss man gar nicht, oder? Ja, nee? Okay, das ist nicht schlecht. Sicher? Das ist nicht schlecht. Okay, alles klar. Ich spreche ebenfalls, Nee. Das ist ein normaler Angriff dann. Du kannst einfach zu wenig laufen, das ist dein Problem. Ich mach nix gerade. Mach einfach nix. Er kann nicht nix, Mann, er muss was machen. Nö. Nein, das ist nicht möglich. Mach nix. Das geht nicht. Auch beim Schach musst du was machen. Siehst du die Felder da unten? Kann ich nix machen? Nein. Das zumindest heißt auch, kann ich nicht. Ja, komm, einmal nach rechts, einmal nach links, komm. Immer dieses Bürokratie. Dem Willen ist genug getan. Der Armbrustschütze ist an der Reihe, er kann 3 laufen. Du würdest gerne hinter ihm. Kann ich noch einen göttlichen Zoll für den? Eine. Ich werde hier nicht ernst genommen! Ja. So. Was? Was meinst du? Ich wies lediglich darauf hin, dass die beiden Heerführer nochmal die Sonderfähigkeiten ihrer Einheiten bedenken. Ja, aber er hat doch nur eine Reichweite von 3. 4. Vier. Er kann 3 gehen, 4 angreifen. Das meine ich ja. Das heißt, zum Beispiel hier oder halt hinter ihm. Aber von hinter ihm kann er nicht mehr angreifen. Doch. Geh hinter ihm. 3, 4. Nein, 1, 2, 3, 4. Ich erkläre nochmal. Reichweite legt fest, wie viele Felder zwischen dem Fernkämpfer und seinem Ziel sein dürfen. Göttliche Zorn. Ist schon verschenkt. Sonderregeln beim nächsten Mal. Komm, mach. Für die eigenen Leute mehr göttlichen Zorn. So, genau so machen wir es jetzt. Wie schon mehrfach von mir angedeutet. Gehe er hier hinter die wunderbare Schildwache und schieße er mit Inbrunst und Armbrust. Moment. Ohne
deine Sonderfähigkeit, nehme ich an. Moment, nein, halt! Wie jetzt? Was ist denn hier los? Das ging daraus nicht hervor. Und er hatte vorher angedeutet, dass er sie benutzt. Natürlich. Natürlich will ich die benutzen. Natürlich will ich die benutzen. Alles auf ihn. Also, er soll auf einen verwundbaren Punkt zielen. Ziel auf einen verwundbaren Punkt. Damit ist die Sonderfähigkeit benutzt. Das linke und das rechte Auge ausgenommen, bitte. Ziel er den linken Hoden an. Schuss. Jawohl, mein Herr. Schuss, sag ich. Am Bein getroffen, fühlt die Schildwache sich gemein getroffen. Und ist damit eine Runde lang komplett immobil und nicht in der Lage anzugreifen. Ihr nächster Zug fällt also weg. An der Reihe ist nun euer Bogenschütze. Ich weiß. 1, 2, 3, 4. Ja, genau. Geht nicht, ne? Geht nicht, ne? Ist auch in Ordnung, ne? Hast du einen Fehler gemacht? Zieht das jetzt nichts ab? Nee. Ach, natürlich! Nee. Natürlich, welch guter Einwand! Wollte ich doch sagen! Hallo, der Zug ist vorbei. Was? Bogenschütze, dank einer Einheitsstärke von 10 trifft er mit einem Bonus von 1. Damit verlierst du dank deiner Abwehr von 2 noch einen. Wie nur? Ja, Schild, Mann! Das tun wir. Ich hoffe, du bist genauso gut. Ich hoffe, was? Ein Reiter! Ein Reiter brauche ich nicht. Die mächtige Armee des Kretschmorn wird hier durchmarschieren. Ihr werdet noch sehen. Genghis Mon. The Genghis Mon. Genghis Kretsch. Suchen Sie sich einen Namen aus. Ja, Bogenschütze. Einen nach rechts und einen nach vorne, bitte. Wir machen das alles ein bisschen gemütlicher. Ne? Ja, ist ja auch erstmal gemütlich sommerliche fahren, Temperatur. 1, 2, 3, 4 geht noch nicht, kein Problem. Ja, das war's schon wieder, ne? Geil, du hast eine Schlange gebaut. Polonaise, yeah! Bedenkt ihren Bonus und dass die dir gegenüberstehende Schildwache nichts tun kann. Schildwache, Bonus, nichts tun, aufs Maul. Wie jetzt? Was? Nichts tun heißt auch nicht keine Abwehr oder was? Er kann nichts, ja, er kann nichts tun, er ist doch... Abwehren kann er nicht, doch. Aber nur mit einem Bein. Ich interpretiere eure Regeln offensichtlich etwas anders. Ich kann leider komplett unbeweglich machen. Diese darf sich nicht bewegen oder angreifen. Ganz kurz, er ist 3 Felder gegangen, das geht nicht. Möglich. So, 2 Felder und er kann nicht angreifen. So sieht es nämlich aus. Ja, was? Referee. Ihr habt völlig recht. Ja. Ich habe den gleichen Eindruck gemacht. Nee, ist okay. Zurückziehen. Nee. Was denn? Nein. Okay. Die Schildwache kann nichts weiteres tun. Es gibt keine Sonderfähigkeiten mehr, die ausgerufen werden könnten. Die erste Runde ihrer Standhaftigkeit ist damit aufgebaut. Ich muss überhaupt erst mal verstehen, was hier gerade passiert ist. Da eure Schildwache aussetzen musst, geht euch hiermit eine Runde verloren. Ach, eure Reiterei ist ja dran. Ja. Eure Reiterei ist dran. Ja. Ne? Ihr dürft einen Zug fortsetzen. Mit ja, weiß ich, ne? Die nächste Runde geht euch einen Zug verloren. Als nächstes ist ja der Bogenschütze wieder dran, ne? Und der ist gefährlich. Mhm. 10. Pferd. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, stimmt. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, geil. Ey, komm, Pferd, sorry. Aber bevor du abnippelst, ziehst du nochmal voll mit dem Schwert hier über den Armbrustmann rüber, ne? Das heißt, spring über die rüber. Du kommst du noch gar nicht so weit. Und gehe zu dem Armbrust. Wie? Sonderfähigkeit der Reiterei. Die Reiterei. Da, Felder, ja, ja. Auf den bereits jemand steht. 1, 2, 3, 4. Ja. Komm hoch, Pferd. Ja. Oh, nein. Voll rauf. Überlegst dir gut. Halt! Damit trifft die Reiterei. Ein Angriff von 2. Steht der Abwehr des Armbrustschütz von 1 gegenüber. Er verliert 1. Was hast du gesagt? Gar nichts. Du musst mich in Sicherheit bringen, wie wir mit dem Bogenschütz ausgleichen können. Damit ach so, du brauchst das. Mach ich ja gleich. Ja. Mach ich ja gleich. Fährt das erst mal? Gehorcht. Was haben Sie denn gesagt? Nix, gar nichts, gar nichts. Sie wollen ihn kaputt machen da hinten. Ja. Wäre ich auch so drauf gekommen. Nun ist euer Armbrustschütze an der Reihe. Frau Simon. Okay. Ach nee, eure Schildwache. Ihr habt ja gerade erst einen Armbrust. Jetzt wird's auch kompliziert. Hä, was? Eure Schildwache ist an der Reihe. Doch gar nicht. Schildwache war zuletzt dran. Armbrust ist dran. Okay, Armbrust. Mann! Gut, dass ihr aufpasst. Okay. Vielleicht haben wir schon längst gewonnen, nur der Schiedsrichter ist wieder besoffen. Wir machen noch Fertig, oder? Hm? Ja, ich überlege gerade. Also das ist ja schwierig. Ich finde das, find das so ein bisschen aufmüpfig, wie sich eure Untertanen. Ja, ich weiß. Die Moral ist völlig am Boden. Ich würde sie alle selbst erschießen, wenn ich könnte. Ja, unser Herr hat keinen Zorn mehr. Deswegen. Ich habe. Ja, sie fürchten es nicht mehr. Sie haben keine Furcht. Das ist das Problem, wenn du eine Armee mit Furcht unter Kontrolle hast. Ey, habt ihr noch Angst vor mir? Klar, ne? Ja, schon. So. Du hast nur Glück, weil der Schiedsrichter auf deiner Seite ist. Ja, genau.
So, ein Spiel, eine Einheit komplett haben wir schon mal gemacht. Nahkampf, Angriff 1, Reichweite 4, Angriff 2, 1, 2, 3, 4. Schwierig! Schwierig, na gut, dann. Darf ich Ihnen mit einem Rat zur Seite stehen? Bedenkt, wenn er den Reiter angreift, hat er nur seinen Nahkampfangriff. Wobei der natürlich ausreichen würde. Ich würde ein oder zwei Schritte zurückgehen und den Fergenkampfangriff mir zunutze machen, mein Lord. Warum? Da habe ich eine gute Idee gehabt. Das machen wir so. Ja? Nun denn. Noch irgendwelche Einwände? Habe ich irgendwas nicht durchdacht? Mach einfach, was ihr nicht lassen könnt. Gehe einen Schritt zurück und schieße ja mit Zunder. Nein, das sei dir nicht gestattet. Nicht in das Herz des Feindes. Die Reiterei aus besiegt. Pferd. Hände geben Sie seine verbliebenen Einheitsstärken. Entschuldige, Pferd. Aber weißt du, dafür bist du mit Sinn untergegangen. Denn das Lustige ist, ne, hier dieser Lord Simon, der ist so blöde. Ne? Jetzt kann er seinen Pferdkampf gar nicht mehr einsetzen in der nächsten Runde. Ach, kann er schon. Aber du wirst die leckere Salami auf meinem Siegesbankett. Auf Bankett. So. Nun wäre ein Schildwache an der Reihe, Lord Moody, da dieser aber blockiert ist. Kann er nichts machen. Nee, ja, doch immer noch. Zwei Runden? Ja, zwei Runden, ja. Mhm. Ja, stimmt, zwei Runden. Ich dachte, wir wären schon mal rein, aber echt zwei? Okay, nee, das stimmt. Ja, okay, Schildwache. Das heißt, er kann, könnte, der darf sich einfach nicht bewegen. Er war noch ein einziges Mal. Ja, was? Er hat schon einmal ausgesetzt. Ja. Moment. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Hat er gar nicht. Doch, natürlich. Nein, hat er nicht. Ich bin das übersprungen. Willst du mich verarschen? Hat er nicht. Hat er nicht. Wirklich. Wir haben nicht, ey, okay, wann? Wir haben nicht zwei Reiter. Letzte Runde. Also, letzte Runde war die Reiterei an der Reihe. Ja, die ist vor dir. Und ja. Wie kann es also sein, dass du übersprungen wurdest? Schlaumeier. Es hieß, ich darf mich nicht bewegen und dann war... Stopp, er hat recht. Du bist erst aber recht. Ja. Ich bin der Schiedsrichter. Hab nachgedacht. Der Schiedsrichter. Also gut, wenn die Schildwache aussetzt, dann kann er ja gar nichts machen. Sehe ich das richtig? Kann also nichts machen. Die Schildwache aussteht. Die ist an der Reihe. In dieser Runde ist ihr Bonus verbraucht. Standhaftigkeit setzt aus. Der normale Abwehrwert geht. Das konnte ich ja nicht wissen, dass du den nicht gebrauchen wirst. Was soll der Blick schon wieder? Was war das? War das so ein wissender Blick? Nein, nee, gell? Es war ein unterwürfiger, unwissender Blick. So, dann schlag mal. Und zwar feste. Ich muss erst einen Schritt vor, mein Lord. Ja, natürlich. Das meine ich doch. Ein guter Schlag. Ein guter Schlag. War hat ihn zurückgeworfen. Ein guter Schlag. Die Schildwache erhält aufgrund ihrer Einheitsstärke von 14 einen Bonus von 2. Ihr Angriff ist damit 3. Die Abwehr der anderen Schildwache beträgt 2. Sie verliert also eine Einheit. Aber nur ey, eine. Das dauert ja eh nicht. Das dauert doch. Ich kann nichts für eure taktischen Umkehr. Ist ja kein Ding. Okay, ich es bin wieder dran. Es gibt doch dran, nichts, oder? Was ihn hier besiegen Kollege. Kann. Kollege, ich bin wieder dran. Ja, der Hammer des Zorns, den ihr schon verbraucht habt. Okay, ich bin dran, ne? Ja. Okay, so hier, Armbrustmann, gar kein Problem. Spezialfähigkeit eingesetzt auf die Schildwache, den roten da, Typen da. Das heißt, triff ihn an eine sehr sensible... Nein, nein, keine Paralyse. Gut. Somit ist er nun paralysiert. Selbst das mag ich nicht als Treffer zählen. Yay! Yeah. Hey! Wir die Familienplanung des Feindes wahrlich auf den wunden Punkt gezielt. Damit setzt du die nächste Runde aus. Die nächsten zwei Runden. Nächste Runde. Scheiße. Nächste Runde. Nee, nächste Runde. Ja. Nächste Runde. Euer so, Armbrustschütze. Der Armbrustschütze läuft mal zu. Nein. Nein. Gerade das nicht. Ich dachte, ich darf mich nicht bewegen. So, der Armbrustschütze läuft nun 1, 2, 3, 4, 2 vor. Und dann schießt er. Stimmt doch. Auf die Schildwache? Natürlich. Nee, ich dachte auf die. Das ist möglich. Wie soll er das tun? Herr klugscheißender Lord, nichts. Eins vor, so. Mein Lord. Okay. Klappe! Eins vor, schießen. Runter, alles muss man hier selbst machen, ey. Ja. Du musst den Leuten sagen, dass sie aus der Schusslinie gehen sollen. Ein Treffer. Überraschung. Der Armbrustschütze. Dank seiner Einheitsstärke mit Bonus versehen. Dank mir, der ihm das gesagt hat. Mache. Er hat einen Angriff von 3. Dank der Abwehr von 2 bekommst du nur einen abgezogen. Kein Ding. Kein das, Ding, das, Leute. Das dauert doch jetzt noch mindestens 9 Runden. Ihr könnt jederzeit ach ja, stopp. Aufgeben.
Hier, vielleicht er, mach ich wieso das. Hat er noch volle Lebenszeit? Er hat dich nur voll getroffen. Was soll das? Nein, der hat ihn gar nicht getroffen. Was? Der scheiß Zettel muss noch raus. Wo war das denn? Ja, hab ich stehen. Ich habe ihn nur in die Klöten geschossen und hab den nicht weggebracht. Ja, genau. Genau wie mein anderes. Er hat ihn nur in die Klöten geschossen und die scheiß Zahl wurde nicht abgenommen. Nie und noch ein Mie. Und jetzt? Nun ist eure Schildwache an der Reihe. Okay. Also es gibt ja noch so eine Sonderfähigkeit, ne? Die habe ich ja noch gar nicht ausgerufen. Ja. Ne? Und die ruft sich halt jetzt aus. Standhaftigkeit für Schildmann, Kabdong und trotzdem noch voll auf den Schildmann draufhauen. Ja, so stirbt man heute. Ein heftiger Treffer. Er verliert einen, okay. Das ist kein Ding, du hast noch 12. Zwölf starke, ihr beide habt leider die junge, Stärke der Schildwache völlig unterschätzt. Behaarte Männer. Spät im Spiel zum Einsatz gebracht. Ja, ich komm noch. Nun wäre eure Schildwache an der Reihe. Da sie aber blockiert ist, ist sofort wieder euer Armbrustschütze. Willst du mich? Aber das ist doch Quatsch! Das ist doch Quatsch, Mann. Bei mir, Moment, halt der Ende! Halt der Ende! Los geht's, schieß! Aber jetzt noch mal Quatsch, halt doch, warte mal kurz! Lass uns doch mal reden! Melde dich jetzt gerade, los geht's, komm, schieß! Jetzt, aber warte doch mal kurz! Gut so! Und Treffer! Also, Moment mal! Keiner will mit mir reden! Denn wir wollen nur dumme Einwände machen! Aber jetzt, Moment mal! Meine Einheit war weg vorhin, ja? Und dann hat sie die übersprungen. Aber jetzt nicht, oder was? Wie? Warum wird denn hier jetzt nichts übersprungen? Du wurdest gerade übersprungen. Ja, ich wurde übersprungen, aber warum ist da nicht einfach er dran? Nein, das war nicht so. Dann ist man gar nicht dran. Das war genauso bei Bewegung. Da haben die ja nur rumdiskutiert und am Ende war er nicht dran. Wie? Noch zweimal hintereinander. Das kam dir nur nicht so vor, weil die hier 10 Minuten diskutiert haben. Jetzt bin haben. Ich aber dran, oder? Nein. Nein, jetzt bin ich. Sein Armbrustschütze. Das ist ein Scheißspiel! Mach weiter. Das ist wirklich ein Scheißspiel. Schieß, zieh meinen ab. Und lass uns alle hier noch 20 Minuten rumstehen. Seine Standhaftigkeit ist aktiv. Er dann, ihn nicht mal ein. Na okay, deswegen schießt er ja auch nicht. Er läuft nämlich stattdessen hier hin und schießt. Das geht auch nicht. Aber er kann sich ja schon mal auf den Weg machen. Schlagen vor, Sie ziehen ihn mit 2 Zügen zurück, wenn er schon nicht angreifen kann. Ja, aber was soll er denn dann machen? Dann kann er ja gar nicht helfen. Sich verteidigen. Der Lord muss schon Tipps geben lassen, muss von seinem. Armselig. Kannst du mal bitte deine Leute zur Raison rufen? Ich bin immer noch ein Lord! Ja, was für ein Lord, ey. Ist mir echt egal. Geh nach hinten, ey. Wie viel, mein Lord? Ist mir egal. Lauf so lange rückwärts, bis du ins Wasser fällst. Jawohl. Nein, lauf. Eins. Bleib. Zwei. Ja, bleib da stehen. Na gut, es ist eindeutig, dass ihr beiden gegen mich arbeitet. In der nächsten Runde ist der Bonus der Standhaftigkeit verwirkt. Mhm. Danach könnt ihr wieder ganz normal Schaden machen. Es sei denn, es ist gerade jemand anders dran. Und dann nochmal. Was hast du gesagt? My Lord, ich würde noch einmal errechnen, ob ich einen Schlag standhalten würde, ohne einen Lebenspunkt zu verlieren. Nee, ne? Hab ich ausgerechnet. Führe er bitte seine Aktion aus. Ja, ich überlege ja noch, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Nicht zeigen. Nicht zeigen. Du sollst selbst drauf kommen, wie viel du hast. Genau. Schön das Schild. Ja, jetzt ja. Ja, komm. Schildmann. Geht was dir denkst schnell du? Bewegung oder schlagen? Ich weise beide Seiten mal auf ihre Bewegung. Bewegung oder schlagen? Sobald ihr keine Einheit mehr habt, die 3 Schaden machen kann, könnt ihr den Gegner nicht mehr besiegen. Ja, okay, alles Wem klar. Wem das also zuerst gelingt, der gewinnt dieses Match. Oh, das ist aber nett, das dass du uns das... Das ist der Fall, wenn der Bogenschütze unter die 7 fällt. Okay. Oder die Schildwache unter die 10. Ich sage es euch im gleichen Moment und da also doch. Habt ihr sogar einen Vorteil. Du sagst es mir in dem Moment, in dem er eine 11 hat. Die stärkste Einheit auf dem Feld steht bei euch. Ja, ist okay. Ja, ihr habt im Moment einen Vorteil. Sicherheit nach vorne? Ich weiß. Okay. Schildwache, 4 nach links, bitte. So. Bist du weit weg. Oh. Ja, und die Schildwache knüppelt jetzt vollen Sack auf den da ein. Aber echt, ey. Hol richtig aus. Sehr gut. Dank dem Bonus fügt die Schildwache dem Armbrustschütz mit einer Abwehr von 1-2 zu.
Der nächste Schlag würde das Match fast entscheiden. Wie? Der nächste Schlag würde das Match schon fast entscheiden. Dann müssen wir noch ihm einen abziehen und dann wäre es vorbei. Ja, wer ist jetzt frech? Wer weiß jetzt, wie es läuft? Ja, hier, Lord Simon, ne? Ist ja alles schön und gut. Ne? Armbrustschütze. Wir machen das jetzt ganz strategisch sicher, ne? 1, 2, 3, 4, 5, okay. Doppelter Zug, kein Angriff. Und er stellt direkt hinter meine Schildwache, bitte. Das heißt, 4 nach links. 1 nach vorne. Und damit ist mein Zug beendet. Habe ich meinen göttlichen Zorn noch? Nein. Schade. Naja. Eure Antreibung Nein. bleibt euch allerdings. Nein. Also was? Hieß es, der Bogenschütze könne nicht angreifen, deswegen ist der göttliche Zorn auch nicht benutzt worden. Nur mal ums Doch ist er. Er ist benutzt worden. Auf die Diplomatin. Damit hat er die Diplomatin getötet. Ey, für die Lüge muss er hier, kriegt er einen da. Es ist schön, für die dass Lüge? Wir aufpassen. Weiter geht's. Das du bist dran. Also wenn jemand Euer Armbrustschütze ist an der Reihe. Und wenn wir für Lügen und schlaue Einwände bestrafen würden, wäre eure Schild dafür tot. Ja. Ja, komm. Okay, der Plan sieht folgendermaßen aus. Wir flankieren sie erst hier, hier und hier. Ja? Und dann beim nächsten Mal, wir dürfen ja zweimal laufen, hier, hier und hier. Und dann gucken wir mal, was passiert. Gibt es eventuell etwas, was mein Genie nicht bedacht hat? Ja. Etwas, was dir vielleicht... Können wir bitte weitermachen? Dann wäre er sehr leicht anzugreifen. Ja, aber das soll er doch. Er wäre leicht anzugreifen. Er könnte angegriffen werden. Also jetzt ist auch mal genug mit den Diskussionen mit den Feldfiguren. So. Jetzt wird gespielt. Er ist ja so brain, er muss es fragen. Ja, hallo, ihr gebt ihn auch die ganze Zeit. Nein, überhaupt nicht. Cool. Ah, das ist überhaupt... Okay, wir machen das so, wie ich gesagt habe, nur anders. Eine Parallele, nein, warte. Ah, aber er kann mich doch so oder so erschießen. Ja. Wie? Ja, hier nicht jetzt. Ja. Ja, aber doch sonst überall. Okay, pass auf, ich habe eine Idee. Du läufst doppelt, ja? Das heißt 6. Ja. Ja, ich wollte nur ein bestätigendes Nicken. 2 mal 3 macht 6, falls ihr das hören wolltet, ja. Ja, das wollte ich hören. 1, 2, 3, 4, 5. Hier hin und kein Feld weniger. 3, 4, 5 und die 6. Und wenn du beim nächsten Mal nicht männlicher läufst, ich bin sehr unzufrieden mit meinem kompletten, mit meiner gesamten Armee, muss ich mal. Nein, außer dir, okay. Oh, die Schildwachen sind ganz gut. Bisschen doof, aber gut. Schildwache, einen nach vorne und einen nach rechts. Jo, danke. Ihm ist eh kalt. Wollen wir ihn nicht einfach... Weiter. Ja. Eure Schildwache ist an der Reihe. Scheiße. Das reicht ja gar nicht. Bis zum Angreifen. Eins, zwei... Gesundheit. Drei reichen. Ja, ich überlege ja nur, ob es nach da besser ist, taktisch. Oder hierhin. Also, ob ich die alle ausnutze. Lauf mal hierhin. Kein Würde hätte, könnte. Ich bin der Chef, es wird gemacht, was ich sage. Tschüss. Wie, was? Wieso das denn? Einfach nur Bewegung oder was? Ja, doppelte Bewegung. Okay. Euer Armbrustschutz ist an der Reihe. Okay, Armbrustschütze. 2 nach hinten, 1 nach rechts, Angriff auf das Schild. Ach, ist das einfach. Was? Wieso? Nein! Yes! Ein Treffer! Yes! Geil! Okay, Leute, jetzt muss, das muss jetzt hinhauen. Hoffe, der Plan funktioniert. Geht noch. Ja, klar. Er hier und du da und bam. Das ist der Plan. Geht noch. So. Können wir nun die Schildwache endlich aus diesem Spiel entfernen, indem wir ihr einen wegnehmen? Und zwar... Dann geht sie doch nicht aus dem Spiel raus. Ja, aber theoretisch. Der anderen Schildwache hat damit keinen Schaden mehr. Ist ja in Ordnung. Hat er nicht zugehört, hä? Mach weiter. Hat er nicht zugehört. Mach doch weiter. So, machen wir es so. Lauf einen nach vorne, bitte. Dreh dich theatralisch nach rechts. Lege an. Atme ein, ziel genau auf sein Hirn. er darf sich nicht, er muss, oder? Doch. Oh. Ja, dann schieß er aufs Schild. Nein! So,
ein damit. Treffer, damit verlierst du. Das war das Schild. Damit ist die Schildwache nicht mehr in der Lage, der anderen Schildwache Schaden zuzufügen. Aber wenn die andere Schildwache auf 9 runtergeht, dann schon, oder nicht? Nein, gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Okay. Okay, so, ich bin wieder dran. Nur der Bogenschütze kann genug Schaden machen, um die Schildwache zu bilden. Ja, okay, kein Problem. Kein Problem. Okay. Ich treibe meine Schildwache an, auf dass er voll auf die Fernkampf gelöst drauf kommt. Kommt er gar nicht hin? Doch, kommt antreiben. Er gar nicht hin? Lord Moody besitzt noch seine Fähigkeit antreiben. Damit kann er seine Einheit doppelt so weit bewegen. Und sie kann trotzdem zuhauen. Schildwache, hau voll drauf jetzt hier. Habt ihr auch benutzt, die Fähigkeit? Voll drauf. Nein, wann habe ich die... Ja! Wann habe ich die benutzt? Ein Treffer. Dank ihres Einheitsbonus macht die Schildwache 3 Schaden. Hast du gar nicht benutzt. Dank der Abwehr von einem macht sie 2 Schaden. Gebt mir 2 eurer Plätze. Halten wir fest, ich reiße sie durch. Wenn der Bogenschütze jetzt noch einen Punkt verliert, kann er der Schildwache keinen Schaden mehr zufügen. Okay. Du bist hier, cool, ne? Hier, Hauke. Ich bin nicht zufrieden, wie das hier läuft. Eure Schildwache ist an der Reihe. Aber ich dachte, er hat nur einen Special Move. Entweder dieses Schützen. Antreiben oder. Nein, nicht seiner. Das ist eure Sonderfähigkeit, die ihr benutzt habt. Mit eurer Schildwache. Mehrere Züge vorher dort. Das macht überhaupt nichts. Um die Reiterei auf einen Punkt runterzubringen. Ja, scheiße. Ja, aber das heißt, ich habe auch dasselbe nochmal, oder? Hast du schon mal benutzt. Jeder darf es einmal benutzen. Wie ist die Regel da? Jetzt hat es, hab ich das als Führer oder hat es die Schildwache? Jetzt hat niemand mehr Sonderfähigkeit. Keine Einheit auf diesem Feld. Keiner der beiden Heerführer hat noch eine. So enttäuscht von dir. Ich überlege kurz, ob ich die stehen lassen soll. Weil der Schildwache ist an der Reihe. Ich mach's dir vor, ja? Ich mach's dir vor, stell dir vor, das machst du auf deiner Seite. So. Nur, dass du halt 2 vorgehst. Schildwache geht 2 vor und schlägt frontal auf Scheiße. Den Schädel. Fuck. Das hat aber eigentlich einiges gebracht. Dank ihres Angriffsbonus macht sie 2 Schaden abzüglich der Abwehr. 5. Damit fällt der Bogenschütze unter 7. 5. Er macht nicht mehr genug Schaden, um der Schildwache Schaden zuzufügen. Ja, das ist doch scheiße. This is how do it. Dennoch, damit ist der Kampf entschieden. Ja! Ja, Simon hat gesiegt und macht sogar seine eigenen Einheiten klein. Der Simon ist super cool, kann seine eigenen Leute metzeln und trotzdem noch gewinnen. Yeah. So, Leute, nun dankt allen. Dank denen, die das ermöglicht haben, mir! Damit fallen Lord Hoodies Ländereien huldigt! Und alles, was er jemals besessen hat und besitzen wird, an Lord Simon. Nach einem spannenden Match voller Wendungen, unnötiger Gewalt und Schüsse in die Genitalien sind wir nun bei einem Ergebnis angekommen. Zwar sind die Truppen nicht vernichtet, doch der Sieger heißt Lord Simon! Damit gehen alle Länder rein. Frauen, Besitztümer, die besitzen wird. Fühlt euch erniedrigt.